Yeah, coole Mucke, was ist die Musik? Pinguinanzug, okay. Ich glaube, durch den Pinguinanzug rutsche ich hier gar nicht. Ich habe eben hier noch gerutscht irgendwie und jetzt gar nicht mehr. Naja, ist geil. Also, vielleicht liege ich auch falsch, aber könnte auch sein, weil ich einen Pinguinanzug habe so. Boah, ist das geil. Okay, ey, ich glaube, ich will... Wo will ich denn lang eigentlich? Scheiße, ich wette, ich hätte... erst da unten lang müssen. Seht ihr, das ist das Problem. Ich weiß nie, was optional ist von Weg her. Jetzt muss ich mit einem guten Schwung erstmal rüber. Zum Meer? Nee, wahrscheinlich nicht. Ui. Ist das Grafikfehler? Ist das echte Lava? Ich weiß gar nicht, was hier... Okay, das war die erste Münze. Das ist gut, weil... Oh, shit. Ich dachte, ich hätte die erste schon verpasst. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Leben bekomme. Ich dachte, das geht wieder in die andere Richtung. Oh, okay, Eisblock. Wow, Kollege. Und tschüss. Boah, wie verunstaltet das hier teilweise aussieht. So, Nummer 2. Checkpoint wartet ja auch auf mich. Da kann ich wohl landen, ja. Das ist gut. Oh, den kann ich nicht zerstören. Das ist irgend so ein Eisviech dann anscheinend. Hier ist einfach nur eisiges Wasser, aber ich kann drin schwimmen, ist kein Problem. Moment, ich gehe mal hier hin. Oh, nur um noch mehr Grafikfehler. Ist das Sand? Das passt ja mal gar nicht hier rein. Okay, komm, wir gehen. In eine Cave. Shit. Oh. Okay, da ist das Ziel. Aber wir wollen natürlich nicht ins Ziel, sondern zurück. Also, oder weiter, keine Ahnung. Wow. Was für ein Versteck. Ja, wirklich, da hat man sich richtig viel Mühe gemacht, das so gut zu verstecken. Einfach Röhre, da oben hast du. Und das war schon. Na gut, ist ein schönes Level. Aber die Welt allgemein. Sehr gut gemacht. Jo, dann ein weiter. Ah, das ist ein Original-Level aus Super Mario Bros. 3. Aus der ersten Welt, Level 5. Nur mit einem kleinen Unterschied. Erstmal, dass die Dinger da einfach rauskommen, auch wenn ich draufstehe. Was soll diese Unverschämtheit? Und, naja, ich bin halt auf dem Kopf, ne? Schaffe ich es von hier irgendwie da rauf? Ich weiß es nicht. Irgendwie nicht, ne? Oh, nice. Ach, scheiße, da sterbe ich ja. Oh, da habe ich gerade nicht... Ich dachte, ich greife ich dazu, würde mich einfach wieder umdrehen. Naja, Pech gehabt. Okay, die erste Münze. Bis dahin kommen wir ganz einfach. So, da hier muss ich mal gucken. Ja, ist ja geil gelaufen. Oh, ich kann sowas gar nicht, ne? Dieses umgekehrte Ding, das zerstört mich. Mein Gehirn einfach. So, hier muss ich jetzt warten. Der kommt einfach raus. Auch wenn ich draufstehe. Das ist einfach... einfach unverschämt. Oh, na... Ernsthaft? Ich komme mit dieser Gefahr nicht klar, dass ich sterbe. Ich falle einfach runter. Ihr seht's. Ich erkenne die Gefahr dahinter nicht. Oder ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass ich die ganze Zeit in so eine Schlucht reinfalle. Komm schon. Ich muss aufhören, in irgendwelche Dinger reinzufallen. Okay, soweit wie hier war ich bis jetzt noch gar nicht. Und das ist ungefähr auch der Anfang des Levels. Drehe ich mich hier wieder oder bleiben wir jetzt hier oben? Ich glaube, wir bleiben. So, klettern wir runter, dass das neue hoch ist. So, und hier ist so das Ende des Levels. Also des echten Levels, das Original meine ich. Genau hier. Ist das echt das Ende? Nein! Wieso ist das das... Hä? Ich gehe da jetzt nochmal rein, das wisst ihr, ne? Weil... Wie kann es sein, dass ich ja alles verpasst habe in diesem Level? Irgendwas ist da mal wieder massiv falsch gelaufen. Okay, noch einmal einfach. So, ich muss die Sachen noch ein bisschen weiter untersuchen hier. So, man kann doch eh da irgendwie hoch, oder? Ich muss ja irgendwie da hoch können. Oh, fuck. Okay, damit ist die Gelegenheit schon mal weg. Andere Idee. Oh, warte, ich habe noch eine Idee. Ah, das war's. Oh! Ah ja, das ist im Originalspiel auch in so einer Position, ne? Okay, aber clever. Natürlich treffen wir es von der genau anderen Seite jetzt. So,
sind jetzt irgendwie in der bösen Welt, zumindest laut Musik, Geistermusik. Autoscrollen, Spaß. Auf dem Kopf sind wir natürlich immer noch. Dieses Feature, ich meine, es funktioniert ja echt gut, dass man auf dem Kopf überhaupt sich bewegen kann. Das ganze Spiel einfach sich normal abspielt auf dem Kopf. Weil im Originalspiel es das einfach nicht gab, dass man dazu programmiert, wo ich ja wohl davon ausgehen. Oh shit, ich wusste ja, kommt noch irgendwo eine Münze. Die zweite ist es. Ja. Oh Mann, ich glaube, ich sterbe, wenn ich hier runterfalle. Also, so bonusmäßig ist das ja gar nicht. Wie man denken mag, vielleicht. Und hier werde ich wieder auf die normale Seite gedreht. Töten wir mal alles. Feuerblume. Nee. Drehe ich mich hier wieder? Ich hoffe mal. Ah ja. Achso, dann geht's hier runter. Alles klar, verstanden. Ah, jetzt bin ich. Wisst ihr, wo ich bin? Ich bin. Hier, ne? Hier ist der. Also da über mir ist der Anfang. Wo ich die ganze Zeit nicht hochgekommen bin, wo ich eigentlich hoch wollte. Genau, dann gibt's hier eine Feuerblume. Oh shit, wo ist denn hier der Boden? Ich. Gut. Yeah. Ach du Scheiße. Okay. Hauptsache, es hat geklappt. Verdammt, okay, okay, okay. Komm, ich will jetzt hier nicht noch sterben wegen der Scheiße. Einfach gehen. Wunderbar, wir haben auch alles erwischt diesmal. So, es war einfach ein Bonusraum, den ich übersehen habe. Und schon hat das alles geändert. So einfach geht das. Na dann. Lava, Schloss. Ach, die Viecher, auch aus Mario Galaxy. Die rammen ein. Warte, jetzt bin ich auf ihn drauf. Jetzt kann ich ihn da reinschieben und dann diesem Elektro-Ding stirbt er dann. Yeah. Da haben wir eine Münze. Die will ich natürlich irgendwie haben. Aber die Frage ist, kann ich da runter? Irgendwie nicht, ne? Ist jetzt scheiße. Na gut. Ich habe einfach gehofft, es geht. Hoppala. Okay, Moment. Wir machen jetzt mal ein bisschen schneller die ganze Nummer hier. Sind direkt wieder an der Stelle. Müsste an mir trotzdem irgendwie eine Methode aushängen, wie ich da rankomme, ne? Wow. Was war das denn gerade? So kam der Ende daher geschossen. Nur Geld. One-Up. Checkpoint. Ah, ich weiß nicht, ob ich mit dem Checkpoint gerade zufrieden bin. Wenn mir immer noch die erste Münze eigentlich fehlt. Shit. Ey, ich dachte, der rammt mich nur. Nein, das zählt als Treffer, was er da macht. Komm, hau ab. Gut, gehen wir hier rauf, oder? Zweite Münze. Seht ihr die erste? Ist ja klar, die ist da irgendwie da unten und ich habe keine Ahnung, wie ich die mir holen soll. Klar hat mich das getroffen. Ihr habt es ja voll gesehen, wie es mich genau erwischt hat und ich nicht nur einen Meter daneben stand. Kann keiner abstreiten von euch. Mal irgendwas, ob ich hier weiterleben kann. Wow, zwei Pops hintereinander. Ah, oh. Ach du Scheiße, okay, so läuft das hier. Und auch ein Boss, den es so mehr oder weniger gab in Mario Galaxy. Ich bin auf ihn drauf. Oh shit. Und den dann schön tasern hier. Dreimal. Drei ist die Zahl. Okay, aufpassen, ich bewege mich lieber gar nicht mehr, bevor ich da noch reinlaufe und jetzt noch irgendwie sterbe. Das wird jetzt wohl die Lava-Welt sein? Oder, naja, das sind ja so Steine halt, sonst Lava, aber feurige Steine. So, wie ist die Temperatur? Ich kann es nicht. Im Hintergrund kann ich es da sowieso am allerwenigsten sehen. Er ist einfach nur schwarz. Da unten ist eine Münze, das ist mir auch durchaus bewusst, nur. Warte, vielleicht finden wir einen Weg. Ich muss so ein Ding hier aufbrechen, oder? Ja, das sollte ja gar kein Problem sein. Yeah, sogar eine Feuerblume noch gratis dazu. Wow, wie ich gerade abgegangen bin. Shit, man rennt. Wenn man schnell rennt,
So, da das P da unten aufleuchtet, dann rennt man auch wirklich schnell. So, was mache ich denn hiermit? Wisst ihr was vom Levelaufbau? Erinnert mich das sehr stark an ein Level aus Super Mario World. Eins aus der letzten Welt, so. So, das war schon mal ein Schritt. Vielleicht haben wir eben P-Switch. Oh ja, das macht alles einfach auf jeden Fall. So. Ja. Okay, wir rutschen einfach mal hier durch. Gucken, was so kommt. Das könnte schon das Ziel sein da oben, aber ich will da gar nicht hin. Ich will eigentlich da hoch irgendwie. Das ist bestimmt noch irgendwas ganz Tolles. Oder der andere Weg. Hoppala. Yeah. Okay, warte, wir rennen mal zurück. Das ist ein bisschen. Ach du Scheiße, okay. Na ja, und dann sind wir wieder hier. In Mario World gab es hier große Maulwürfe. Die gibt es in diesem Level hier nicht. So. Ist das jetzt schon wirklich das Ziel? Ne, es geht ja weiter. Okay. Wow, ich rutsche einfach voll runter, Mann. Erstmal Checkpoint, bevor ich hier irgendwas ganz kaputt mache. Seht ihr, und jetzt rutsche ich gar kein Stück mehr. Das liegt echt an diesem Ding. Okay, nur das Blöde ist, ich kann die immer noch nicht töten damit. Oh, ein Herz. Ist das wunderbar. Dann wieder mal das Pick und Kreuz. Ja, danke. Das andere hätte auch schlecht drin sein können, weil das hätte ich ja machen sollen. Jo. Ist das ein Typ? Strichfigur oder so. So, ich würde natürlich gern unten gucken, was da noch abgeht, aber das Risiko, dass ich sterbe, ist einfach da. Aber wenn da das Ziel schon ist, ich weiß nicht, Mann. Ich mag diese Welt nicht. Okay, ich habe gesagt, ich liebe diese Welt. Aber, wow. Das machen wir gleich nochmal. Geil. Yeah, okay, warte, ich renne nochmal her. Zack, bin ich da oben. Mit Springen ist ja noch cooler. Warte, wie ich das irgendwo so reingesprungen? Yeah. Geile Scheiße, Mann. Geht das hier auch? Fast. Ich komme immer noch nicht hoch, aber... Ja. Ach, ich weiß nicht. Also wenn ich... Kann ich vielleicht hier irgendwas sehen da unten? Ich glaube nicht, dass da noch was kommt, aber ich glaube, wenn ich in die Röhre reingehe, dann ist vorbei, wisst ihr? Dann ist das Ziel und dann... Fehlt mir die dritte Münze. Oder ist irgendwo inzwischen eins dieser Löcher, aber kann man ja auch nicht vorlassen. Bei Hoffnung besteht noch, komm. Komm schon. Scheiße, keine Hoffnung besteht mehr. Hier ist das Ziel und hier ist nichts mehr. Okay, das war sehr lustig. Ich würde gern zurück. Darf ich nicht. Oh fuck. Ich hab. Oh Jungs, ich hab Scheiße gebaut. Komm, töte mich. Verdammte Scheiße, ich hänge hier fest. Wie bescheuert, ey. Wieso ist das überhaupt möglich? Toll. Wenigstens war der Typ da, um mich umzubringen. Ganz gnädigerweise. Dann brauche ich nicht nur diese 2 Minuten abwarten. So, bis die Zeit halt um ist und das mich befreit, so gesehen. So, irgendwas. Fuck. Wow. Ich bin noch nicht tot. Geil. Haha, jetzt aber. Oh Mann, dieser Gravitationsscheiß, Alter. Es ist cool, aber ich würde gerne sehen, woran ich das festmachen kann. Jetzt gibt es so einen Gravitationswechsel. Hier zum Beispiel, wenn ich hier runterspringe. Okay, theoretisch schon, aber kam zu spät. Nee, wisst ihr was? Dann gehe ich jetzt auch an die Stelle, wo ich eben die ganze Zeit hin wollte. Weil ich die ganze Zeit schon vermutet habe, dass da irgendwas sich befindet. Okay. Erstmal muss ich diese Stelle überwinden. Das kriege ich ja überhaupt nicht mehr hin. Komm. Wir haben nicht mehr viele Leben. Die Stelle ist auch echt kacke wegen diesem Viech. Kann ich auch hier irgendwie so? Ich kann so, naja, so hochspringen. Eigentlich nichts Spektakuläres. So, und jetzt... Was wollte ich jetzt nochmal machen? Genau, ich wollte die Stelle hier untersuchen. Fuck, man hätte die ganze Zeit hier hingekonnt. Und Mann, ich wusste die ganze Zeit, da ist was, aber ich wollte da nicht hinspringen. Bevor ich da sterbe, aber naja. Hätte ich es mal lieber direkt gemacht. Hätte ich es direkt gemacht,
wäre ich jetzt auch nicht dazu verleitet gewesen, hier nach links zu springen. Eins hat zum anderen geführt, so ist es. Moment. Ich brauche aber... Ach, scheiße, komm, wir gehen einfach. Muss wieder schaffen, ein paar Leben zu sammeln, weil... Mann, es ist echt kacke, dass die mir alle verloren gegangen sind, dadurch, dass ich den Charakter gewechselt habe.